In diesem Tutorial geht es um die Kettenregel der Ableitung auf Abitur bzw. Grundstudiumniveau. Und zwar, als erstes werden wir uns anschauen, wann überhaupt diese Kettenregel benötigt wird. Dafür werden wir uns alle Funktionstypen, zum Beispiel die für die Abiturprüfung notwendig sind, genauer anschauen und entscheiden, wann das der Fall sein sollte. Als erstes die ganzrationalen Funktionen. An dieser Funktion kann man ganz leicht erkennen, es gibt eine äußere Funktion, das ist die Klammer mit der hoch 4, und es gibt eine innere Funktion, das ist die Funktion, die sich in der Klammer befindet. Also, klar und deutlich erkennbar verkettet. Gebrochen rationale Funktionen. Beim ersten Blick sieht es nicht so aus, aber nachdem wir sie ein bisschen umformen, das bedeutet, der Nenner wird nach oben in Zähler gezogen, dadurch ändert sich das Vorzeichen bei der Hochzahl, sieht diese Funktion genauso wie die vorherige aus, sind eigentlich auch Potenzfunktionen beide. Deshalb können wir sagen, das ist die äußere Funktion, natürlich das, was in der Klammer steht, ist die innere. Ein weiterer Funktionstyp sind die Wurzelfunktionen. Wir erinnern uns, die Wurzel kann man auch als Hochzahl, als rationale Hochzahl hinschreiben, also auch ein halb. Das bedeutet, man kann es ganz gut erkennen von Typ. Das ist die äußere Funktion und der Term in der Klammer ist wieder die innere Funktion. Trigonometrische Funktionen ebenfalls. In diesem Fall ist Sinus die äußere Funktion und der Term in der Klammer die innere. Denkt bitte daran, in diesem Fall hat die Klammer keine wirkliche Hochzahl. Das ist nur eine symbolische Klammer, die darauf hinweist, dass dieser Term, dieser 2x minus pi, innen drinne in der Sinusfunktion sich befindet. Die natürliche Exponentialfunktion natürlich auch sehr wichtig und da ist alles, was an der E-Funktion dranhängt, die äußere Funktion und die innere ist in diesem Fall die Hochzahl. Und zuletzt, eigentlich nur für allgemein Gymnasium von Bedeutung, berufliche Gymnasien behandeln das nicht, die Logarithmusfunktion, ln selbst, oder das ist ja der natürliche Logarithmus in diesem Fall, ist die äußere Funktion und natürlich im Logarithmus der Term ist die innere. Wie man die oben gezeigten Funktionen ableitet, werden wir gleich anhand von ein paar Beispielaufgaben sehen. Davor wollen wir uns anhand einer Beispielaufgabe die Kettenregel sozusagen ein bisschen besser vorstellen. Und zwar, wir nehmen folgende Funktion. Hier ist, glaube ich, sehr gut angedeutet, was äußere und was innere ist. Und versuchen praktisch die Kettenregel anzuwenden. Wortwörtlich übersetzt heißt die Kettenregel äußere Funktion abgeleitet mal innere Funktion abgeleitet. Das bedeutet, die äußere Funktion, also in diesem Fall die Hochzahl, wird nach vorne gebracht zu der 3 mit mal. Und dann am Ende wird noch die innere Funktion abgeleitet. Das sieht dann wie folgt aus. Also hier können wir sehr gut erkennen, das ist die äußere Funktion. Die 4 ging nach vorne, dann haben wir hier bei der 3 1 abgezogen. Und dann die innere Funktion, 2x minus 5 wird abgeleitet, deshalb haben wir am Ende nur noch mal 2. Also nochmal, gedanklich kann man sich immer Folgendes sagen, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Natürlich kann man dann am Ende auch noch zusammenfassen, aber das ein bisschen später. Wenn man das vergleicht mit der tatsächlichen Kettenregel, dann kann man, glaube ich, jetzt ganz gut die Zusammensetzung erkennen. Auch hier bei der verketteten Funktion haben wir eine äußere und eine innere und dann wird die äußere abgeleitet und dann später die innere Funktion. Und jetzt schauen wir uns die tatsächliche Ableitung an. Also, das sind genau die Funktionen, die wir am Anfang betrachtet haben. Jetzt ist es an der Zeit, sie abzuleiten. Also f' von x. Wir fangen mit der äußeren an. 4 geht vor. Dann wird die innere natürlich abgeschrieben, so wie sie da steht. Und ziehen 1 ab. Dann hoch 3. Dann mal die innere Funktion abgeleitet. 2x minus 5 abgeleitet sind 2. Am Ende, wenn es geht, und natürlich geht es so gut wie immer, immer noch ein bisschen zusammenfassen. 4 mal 2 sind 8. Damit 8 mal 2x minus 5. Hoch 3. Die nächste Funktion. Wir hatten eine gebrochene rationale Funktion, dann müssen wir erstmal den Nenner nach oben ziehen, negative Hochzahl. Dann können wir auch gleich loslegen mit ableiten. Minus 3 kommt vor, 2 mal minus 3 sind minus 6.
dann schreiben wir die innere wieder unverändert ab und die neue Hochzahl ist dann minus 4. Am Ende mal die innere Ableitung, 4x minus 2 abgeleitet sind 4. Zusammengefasst haben wir dann minus 24 mal 4x minus 2 hoch 4, hoch minus 4 besser gesagt. Und das Ganze kann man auch noch ein bisschen sauberer schreiben, indem man die Klammer wieder unter den Bruchstrich zieht. Dadurch haben wir überall positive Exponenten. Das Ganze sieht dann am Ende so aus. Bei der trigonometrischen Funktion an dieser Stelle, wir erinnern uns, Sinus abgeleitet ist einfach Cosinus. Und das bedeutet, dass ja auch gleichzeitig unsere äußere Ableitung, Cosinus von 2x minus pi, die innere wird wieder abgeschrieben und am Ende 2x minus pi abgeleitet sind natürlich nur 2. Gewohnheitshalber zieht man die Koeffizienten und die Zahlen immer vor dem Cosinus oder Sinus, sieht einfach ein bisschen eleganter aus, wenn man es so sagen möchte. Zuletzt die E-Funktion. Hier tritt eine Besonderheit auf. Man muss sich daran erinnern, bei der äußeren Funktion ändert sich nie was. Deshalb wird bei der E-Funktion einfach die ganze Funktion, so wie oben dargestellt, abgeschrieben. Das bedeutet indirekt, dass man die äußere Ableitung schon gemacht hat, also eigentlich nur zum Vorteil. Und am Ende leiten wir noch die Hochzahl ab, die Hochzahl abgeleitet, 3x minus 1 sind 3. Zusammengefasst sind das natürlich 6e hoch 3x minus 1. Dann an der Stelle noch ein paar Aufgaben. Als erstes eine Wurzelfunktion. Wir haben bereits gesehen, man formt sie erstmal um, sodass eine Klammer mit hoch 1/2 ist und dann kann man sie problemlos mit der Kettenregel ableiten, also 1/2 kommt vor, dann wird die innere Funktion abgeschrieben, die neue Hochzahl ist minus 1/2, dann 3x minus 6 abgeleitet sind 3. Zusammengefasst sieht das Ganze dann so aus und natürlich können wir noch diese Klammer unter den Bruchstrich bringen. Dann bleibt oben die 3, unter dem Bruchstrich steht bereits die 2 und dazu kommt die Klammer mit hoch 1/2, was wiederum die Wurzel ist. Dann die ln-Funktion. Die ln-Funktion ist auch verkettet. Gedanklich werden wir die gleiche Regel anwenden, allerdings ist sie ein bisschen abstrakter diesmal. Und zwar die äußere Funktion von ln ist immer 1 durch die innere Funktion, in diesem Fall durch 2x minus 1. Es ist einfach eine Regel oder man kann es sehen als ein Rezept. Und dann die innere Funktion abgeleitet, 2x minus 1 abgeleitet sind 2. Zusammengefasst sind das 2 durch 2x minus 1. Als letztes Beispiel noch ein Funktionschar, also eine Funktion mit einem Parameter. Dieser Parameter ist a. Im Prinzip nicht viel komplizierter, weil ich hoffe, wir können uns erinnern, Parameter werden wie Zahlen behandelt. Das bedeutet, ich schreibe zuerst die e-Funktion komplett ab und dann leite ich die Hochzahl ab. Minus ax abgeleitet sind minus a. Bei der hinteren Funktion, die können wir auch zuerst abschreiben und die innere Ableitung in diesem Fall x minus 7 abgeleitet sind 1. Also mal 1, das hätten wir uns auch sparen können. Ich habe jetzt einfach nur vollständigkeitshalber das Ganze geschrieben. Dann fassen wir noch ein bisschen zusammen. 1/2 mal minus a sind minus a halbe e hoch minus ax. Und hinten bleibt dann noch die 3 e hoch x minus 7 stehen. Im Vertiefungsteil wollen wir uns noch ein paar besondere Sachen anschauen, wie zum Beispiel die Ableitung von Funktionen, die mehrfach verkettet sind. Also wir können zwei Funktionen nicht nur einmal verketten, sondern es gibt auch Verkettungen mit 3, 4 und so weiter. Deshalb folgendes Beispiel. Hier können wir, glaube ich, ganz gut erkennen, es gibt eine äußerste Funktion, das ist diese Klammer mit der hoch 4. Dann gibt es hier eine mittlere Funktion sozusagen und innen drin haben wir hier noch eine innerste Funktion. An der Regel ändert sich eigentlich nicht viel. Man fängt wieder mit der äußeren an. Das bedeutet in diesem Fall, die 4 kommt vor. Dann wird die mittlere komplett abgeschrieben.
wieder neue Hochzahl hoch 3 und dann legen wir hier an der Stelle los. 2 Cosinus, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus, Vorzeichen ziehen wir vor, deshalb minus 2 Sinus von 4x und dann die innerste Funktion 4x abgeleitet sind 4, die minus 3 fällt natürlich weg. Das Ganze können wir jetzt auch noch minimal zusammenfassen. Und zwar 4 mal minus 2 mal 4 sind minus 32. Dann kommt die Klammer mit 2 Cosinus von 4x minus 3 hoch 3. Und am Ende noch mal Sinus von 4x. Ein ähnliches Beispiel nur in der E-Funktion. Auch hier die äußerste ist die hoch 3. Dann kommt die mittlere Funktion. Und bei der E-Funktion haben wir noch eine innerste Funktion. Nach den gleichen Regeln legen wir los. 3 kommt vor. Dann wird erstmal alles abgeschrieben. Mit der neuen Hochzahl 2. Dann leiten wir die E-Funktion ab. Das würde zuerst komplett abschreiben. Und dann die Ableitung der Hochzahl. Die ist in diesem Fall minus 2. Die 1 fällt natürlich wieder weg. Zusammengefasst, minus 2 mal 3 sind minus 18 mal die große Klammer und mal die E-Funktion, die hinten noch steht. Und zum Schluss, damit ich nichts auslasse, eine kleine Besonderheit, könnte noch den einen oder anderen in der Oberstufe oder im Studium interessieren. Zwar eine allgemeine Exponentialfunktion, zu Basis 3 in diesem Fall. Diese Art von Funktionen sind nicht direkt ableitbar, außer man wandelt sie um in eine natürliche Exponentialfunktion, also in eine E-Funktion. Zur Erinnerung, dafür gibt es folgende Hilfsformeln. E hoch a mal ln b ist vereinfacht das gleiche wie b hoch a. Das bedeutet, wir stellen uns jetzt diesen Term 3 hoch x vor, hier hinten, und versuchen ihn rückwärts zu schreiben. Dann habe ich an dieser Stelle e hoch x mal ln von 3. Und ln 3 ist einfach wie eine Zahl zu behandeln, es ist auch wirklich eine Zahl. Das bedeutet, die Funktion können wir erstmal anhand dieser Regel umschreiben. Das sind dann 2 mal e hoch x mal ln von 3. Und jetzt, weil es eine natürliche Exponentialfunktion ist, gibt es keine Probleme mehr mit der Ableitung. Wir schreiben erstmal die Funktion ab, mal ln3 und dann leiten wir noch die Hochzahl. X mal ln3, das ist wie ln3 mal x, kurz gesagt, es ist ln3, die Zahl. So, das Ganze kann man auch noch ein bisschen kompakter schreiben. Ich ziehe die ln3 nach vorne, 2 mal ln von 3. Und diese ganze E-Funktion kann man wieder rückwärts in der Anfangsform schreiben als 3 hoch x. Also, allgemeine Exponentialfunktionen kann man nur ableiten, wenn man sie zuerst in eine natürliche Exponentialfunktion umwandelt.